Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Anno 1800? Okay. Spielstand gespeichert. Ich mache mal kurz Pause. Kurze Erklärung. Ich habe ein freies Spiel angenommen. Ja, und habe mir so gedacht, okay, passt ja, machst ein freies Spiel. Und nennst das freie Spiel, also dieser Zufallsname von Charaktere, nennst das freie Spiel genauso von Zufallsnamen her wie mein Kampagnenspielstand. Und was ich dann so festgestellt habe, das ist automatisch auch gleich das Savegame-Name. Das bedeutet, das Savegame, was ich hatte, oder beziehungsweise die Aufnahmen, die ich hatte, die 7 Folgen, mussten jetzt alle ein bisschen weichen, weil ich nochmal von vorne anfangen musste. Klasse, nicht wahr? Also ich finde das klasse. Genau. Also, es ist... Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen anders jetzt aufgebaut als vorher. Ich mache jetzt auch viel mit den Blaupausen-Modus, wie ihr sehen könnt. Ja, da mache ich einfach hier unten Blaupause an. Und dann geht es hier eigentlich schon los. Hier, zack. Das wird dann im Endeffekt die Stadt, die ich aufbaue. Oder? Moment mal. Ja, also ich habe mir da so angewöhnt, in dem freien Spiel da viel mit dem Blaupausenmodus erstmal zu planen. Dafür ist er ja auch da. Dafür ist er ja auch gedacht. Was ich auch übelst klasse finde. Also ich finde das echt mit diesem Blaupausenmodus ist echt eine super Sache. Also man kann da die ganze Stadt so durchplanen und dann läuft das. So, ja, die Siedlung sieht jetzt so aus. Hier hinten habe ich jetzt meine Schnapsproduktion. Ja, auch mit Blaupausen erstmal geplant. Hier habe ich jetzt meine Holzproduktion hinverlegt. Ja, müssen wir halt das Beste jetzt draus machen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, also. So vom Aufbau her. Naja. Bei FPS-Zeiten seht ihr gar nicht bei Uplay. Komisch. Ich hoffe mal, dass so funktioniert so. So, im Grunde genommen haben wir das schon in der letzten Folge gesehen. Sind alle an Bord? Gut. Mich hoch erfreut sie. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake,
Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Jawohl. Nee. Ist zwar was jetzt schade. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Spielstand gespeichert. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. So, ja, größer brauche ich die Stadt eigentlich hier, denke ich mal nicht. So, ein Arbeiterhaus. Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Wunderschön. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen.
So. Spielstand gespeichert. So, da müssen wir jetzt gucken, was wir da noch in die Ecken mit reindrücken können. So, dann wird das auch noch hier ein bisschen schöner. Zack. Hundertfünfzig Arbeiter. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Warum geht das hier nicht? Was fehlt denn mir? Aufstieg nicht möglich? Was fehlt denn? Hä? Ach so. Thank you.
So. Wenn es jetzt nur an den Arbeitern liegt, das ist meines Erachtens auch nicht schlimm. So. Und Aufstieg. Dann haben wir schon mal Fleisch. So und etwa alles, was sie dafür brauchen. Oink, oink, ist auch schon mal da. Moment. Ich mach den auch noch hin. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Sind ja im Endeffekt jetzt nur ein paar. Spielstand gespeichert. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Jawohl. Oh, mir fehlt tatsächlich Holz. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Das kann gut möglich sein. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Naja. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Ja, wundert dich das? Ach, Schiffspatent erforderlich. Okay. Nur Fleisch geht aber jetzt langsam nach oben. Jawohl.
Das sieht gut aus. Spielstand gespeichert. Ja, von der Bauweise her, was ich jetzt hier habe, so von der von dem Städteaufbau, ist das für mich eigentlich die beste Bauweise. Also finde ich jedenfalls. Ich habe in meinem freien Spiel, kann ich ja, warte mal. Genau. Ich zeige euch das mal kurz. Habe ich ein bisschen anders gebaut. Ja. Haben noch ein paar Anno-Bilder. So. Ich zeige euch das mal kurz. Spielstand gespeichert. Da sieht das aktuell so aus. Das ist hier mein freies Spiel. Und da habe ich jetzt hier außen die Reihe. Bleibt Bauern. Ja. Also der äußere Ring bleibt Bauern. Dann habe ich zwei Reihen Arbeiter, die dann auch Arbeiter bleiben. Dann seht ihr hier, ist hier jetzt der Aufbau für die dritte Stufe. Kommt dann hier so rum die Reihe. Das musste jetzt in Druck gehen. Und hier im inneren Ring kommt dann die vierte Bevölkerungsstufe hin. Und dann hoffe ich mal, dass es reicht. Na. Ja, ansonsten kann man das immer noch ein bisschen ausweiten. Man könnte dann hier unten noch ein paar außerhalb ein paar Häuser hinbauen oder so, falls man irgendwo Mangel hat. Aber ich habe jetzt hier erstmal 495 Bauern im Überschuss. Und der zweite Ring mit Arbeitern ist auch erstmal soweit fertig. Ja, habe ich noch 270 Arbeiter und Überschuss 390 davon. Ingenieure? Ich bin ganz beschämt. Wo kommen jetzt... warum habe ich denn hier Ingenieure? Okay. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber so. Und wie ihr seht, hier habe ich auch alles mit Blaupausen erstmal gebaut und erweitere das, wenn ich es brauche. Hier ist meine Bierproduktion. Erweitere ich dann immer, wenn ich es brauche. Hier habe ich hier komplett Schwein, also hier ist Seife. Hier habe ich komplett meine Fleischproduktion, also Wurstproduktion. Wo ich natürlich auch Zeug verkaufe. Ja. Gut, Freunde. So viel erstmal dazu. Spielstand gespeichert.
Entschuldigung. So, weiter geht's. Ah, meine Schnapsproduktion habe ich jetzt hier. Normalerweise hatte ich erst am Anfang so gedacht, okay, erweiterst das jetzt noch hier so rum? Ja, ich meine, gut. Jetzt bis auf die eine Reihe hier, die jetzt fehlen würde, aber habe ich mir erst so gedacht, machst du das genauso und machst dann den Tier? Ja. Und da habe ich mich erst mal darauf geeinigt, hier erstmal die Stadt zu bauen, die sollte auch reichen von der Masse her. Ist ja immer noch erweiterbar. So. So, da haben wir schon mal die erste Segeltuchproduktion. Das brauchen wir 4 Tonnen. Ja. So, da wollte ich aber sagen, gucken wir uns das Ganze mal in der nächsten Folge an. In der Zeit produzieren die ja Sägetuch. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.